So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video, heute Samstag. Ne, gestern kam ja das Messer über dieses Rock Trail. Ich finde es cool. Rock Trail gefällt mir sehr gut. Erinnert mich an die Messer von Walmart, die Ozark Trail. Hatte ich gestern vorgestellt, zusammen gekauft. Heute Vorstellung dessen Messer. Dessen Messer. Dessen Messer. Besser Messer, dessen Messer. Zum Unboxing nehmen wir das hier. Ne? Dessen Messer, dessen besser Messer. Na, vielleicht mal besser trauen, ne? Weil hier nicht schneiden mit einem Schaf. Das ist wirklich scharf. Also, habe ich gestern vorgestellt, und wirklich scharf. Wer es noch kriegen kann für 7 Euro als Backup, kein Thema. Na, würde ich auch nicht weggeben? Ja, so ein bisschen im Zweifel. Aber ich glaube, ich werde das einölen und ein bisschen noch premiumifizieren. So. Da ist das Messer und jetzt gehen wir Tabletop und gucken uns das an. Und schauen mal an, ob das was kann. Erstmal muss ich sagen, hatte mich irgendwie was angepinkt. Achso, ja, seht ihr hier, da sind die Griffschalen schon mal ein bisschen drüber stehend. Finde ich ihn nicht so prall, aber nimmt man sich ein Schleifpapier, dann ist das weg. Aber trotzdem ist schon nicht schön, ne? Aber was willst du für die paar Mücken verlangen? So, dann gucken wir mal. Also, ja, wenn man schon hier oben drauf so Schleifkerben sieht und hier so Schleifmarkierungen, seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Da oben so Schleif... Nee, das ist doch nicht schön. Aber gut, für 6 Euro. Wir behalten uns das im Hintergrund, im Hinterköpfchen. Das sind 6 Euro. Ne, 7 Euro. Rock Trail. Naja, gut. Und macht Korkenzieherlöckchen. Ja? Curly, curly. Naja, ein bisschen schärfer könnte es sein, aber was willst du machen? Mal gucken. Habe ich nicht? Ruhe, Bahne. Guck mal hier. Da. Man nennt das ein Ärmel-Office oder Ärmelbüro. Soll sich um 7CR17 handeln, so wie sich es beim Schärfen hier anfühlt. Ja, könnte auch 5CR15 sein. Na? Ist übrigens ein ziemlich billiger Schleifer hier oder Schärfer. Und daran merkt man, wie der Schärfer durch dieses Material geht. An dem Ding merke ich, dass das ein relativ weiches Stöffchen ist hier. Ne? Also solche Billigtaschenmesser niemals mit einem echten Victorinox. Das habe ich schon ein paar Jährchen hier. Niemals damit vergleichen. Das hinkt. Ne? Auch wenn das alles relativ simpel und ähnlich aussieht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das gleich auch da reinpasst. Na egal. Schauen wir mal. Ne? So. Ziehen wir noch ein bisschen hier durch. Übrigens so ein Ding mit diesen Keramikschärfern. Die sind ja eigentlich nur noch zum Polieren da. Könnt ihr auch. Ne, ganz ohne Druck. Das klingt schon brutal. Das ist aber nicht. Ja. Seht ihr?
Seht ihr? Ihr seht nix, weil das Ding ist hier, das ist so glatt und rund, da beißt nix. Aber jetzt, ne, wer jetzt denkt, mal gucken. Ne? Jo. So. Klingenlänge, ja, ist wie beim Wiki, ne? Ficky. Ja, 5,7. Gesamtlänge wäre dann ja, 15,5. Ne, also wir haben eine Klinge, Schleifkerbe. Eine kleine, sie haben echt eine kleine Klinge dran gemacht, da bin ich echt erstaunt. Ja. Zup. Ne, also ja, auch in etwa so von der Länge eines normalen Full-Size Victorinox, ursprünglichen Victorinox, ne? Mal gucken. Das ist, entweder ist das stumpf, oder? Ich glaube, dazu müssten sie eigentlich. Ne, das ist stumpf, ja. Ne, wo habe ich denn hin? Den Schärferbock. Da ist er. Ah, klingt das brutal. Ne, ich glaube, da muss ich ein bisschen härtere Geschütze auffahren. Das ist brutal stumpf. Das quietscht höchstens, ne? Was haben wir jetzt hier? Eine Feile. Ne? Zum dreckige Nägel sauber machen. Metallfeile, Holzfeile, was auch immer. Kann man machen. Dave Camdeberry macht das auch. Ne? So. Nägelfeilen. Alright, ey, das funktioniert. Ziemlich gut. Dann haben wir hier. Ja, da haben wir hier. Haben wir eine Sollsäge sein. Und weißt du was? Die funktioniert auch. Für ihre Verhältnisse funktioniert die. Säge bei Victorinox war immer ein Garant für Feuerstahl anzuziehen. Oh, ja, funktioniert auch. Krass, also da haben sie sich, ich würde jetzt mal drauf unken, das ist irgendwo in der Tschechei erfunden worden, gebaut worden, dieses Messer. Bei Mikov. Ich will mich da nicht drauf festlegen. Mikov. Ein bisschen flimsy hier, also so. Ja. Aber ist scharf. Ne? Also ich habe das schon mal bei. Erinnert ihr euch vielleicht noch das Video? Das gut gemeinte Taschenmesser, das mal die Mutter vom. Ja, vom Sohn meiner Ex-Freundin, dem beim Aldi gekauft hat. Mann, das war vielleicht eine Gurke. Und hier haben wir den Dosenöffner. Das Ding ist scharf. Das Ding ist scharf. Seht ihr das? Schärfer als die Klinge. Die kleine Klinge. Der würde funktionieren, garantiere ich euch. Dosenöffner, Kabelabisolierer, Wirestrip, Wirebänder, würde der mein Freund Roger alias Swiss Bianco sagen.
Ja, Korkenzieher, nochmal gesagt, ne? Im Verteidigungsfall. Ne? Macht's nicht. Könnte Ärger geben. Ne? Könnte Ärger geben. So, hier komme ich jetzt an das Tool da drunter nicht dran. Muss ich also den hier Korkenzieher öffnen. Dann mache ich das hier auf. Und bin gespannt, was wir da haben. Was haben wir denn da? Ich weiß nicht, was es ist. Das könnte man aber auch damit. Also. Ja. Für was anderes. Unbrauchbar. Da kommen wir jetzt an dieses Tool dran. Und da haben wir. Ja. Was ist denn das? Haben wir da eine Beschreibung bei? Nee, das war das hier. Achso, das ist hier. Rock Trail. Taschenmesser, Gebrauchsanweisung. Anweisung. Anleitung. Gebrauchsanweisung. Alrighty, also wir hätten dann hier 7 wäre gewesen. Ne, das war 3, dann hatten wir die 4. Die 4 war Holzmeißel. Das war das stumpfe Ding, war ein Holzmeißel. Die 5, das wäre das hier. Das wäre dann Schlitzschraubendreher. Das, keine Ahnung, also das funktioniert nicht hundertprozentig nicht. Entschuldigt bitte, aber hier haben wir Pakethaken. Eins der nützlichsten Tools von Victorinox, der Pakethaken. Aber den braucht heute kein Mensch mehr, weil ein Pakethaken, also früher hat man den benutzt, um dann ein Paket da einzuhaken, das verschnürt wurde. Keiner verschnürt mehr Pakete, die werden alle geklebt und ein verschnürtes Paket wird nicht mehr entgegengenommen von der Post. Ist leider so eine Tatsache. Dann haben wir noch hier. Das soll eine Aale sein. Also eine Aale ist scharf. Hier ist eine Aale sonst scharf. Warte mal. Hier haben wir eine Aale. Da. Guck mal hier. Verkriesknaddelt die kleine Drecksau. Hier ist das Ding scharf. Ich zeig's euch. Ne? So. Normalerweise dann. Na? Gut. Kannst du höchstens polieren oder streicheln mit oder so oder dir unter den Holzfußnägeln den Dreck rausholen. Das ist so nix. Dann haben wir hier was? Ein Zahnstocher. Ist das für Sven Hedin oder für den Hobbit oder so? Keine Ahnung. Und hier haben wir ein geheimes Tool, das soll geheim bleiben, weil es kommt kaum raus. Doch, da ist es. Da! Wir haben. Ja, hier haben wir eine Pinzette. Bin mir sicher, die funktioniert auch. Guck mal hier. So. Zup. Kannst dir den Popel aus der Nase ziehen. Ja. Ach, warte mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hole jetzt einfach mal das Brillentool hier raus. Mal gucken, ob das passt. Nö. Das haben wir also nicht 1:1 geklont. Na? Dann haben wir hier noch als weiteres Tool den Ring. Na? Den O-Ring. Ich sag's nochmal, wer bei Victorinox, so wie ich, die Dinger hier abmacht, eigentlich bin ich immer dafür, die abzuschleifen, aber man kann die ja noch für irgendwas benutzen. Wer diese Ringe da nicht braucht, der kann die abmachen und einen Briefumschlag und mir schicken. Hatto Bremen, Paul Müllerstraße 13 53840 Troisdorf, das funktioniert. Na, da würde ich mich drüber freuen. So, also nochmal ganz kurz angeblickt. Das Messer haben wir jetzt so auch gar nicht getestet.
Siehst du? Geht doch. Also, ne? Ich finde das ganz okay. Für 7 Euro. 121 Gramm. Ja. Fertig. Rock Trail Victorinox Klon. Zack. Ach, das war mein Review über das Victorinox Klon oder Victorinox Lookalike von Lidl. Kann man kaufen für 7 Euro. Muss man aber nicht. Überlasse ich euch. Naja. Ist halt ein gut gemeint Messer, aber halt nicht gut gemacht. Da bleibe ich lieber bei Victorinox, aber wer jemanden hat, dem er was schenken möchte, das so ein bisschen nach könnte, der schenkt das halt. Hm? Okay. Ist so ein Wichtelgeschenk vielleicht, ne? So Schrottwichteln. Okay, so, das war's. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss Madjut, schwenkt die Hut, tschüss ab und schwenkt die Kapp. Und heute nochmal der Gruß an Emil und die Detektive. Ich werde euch vermissen. Also, tschüss Madjut, schwenkt die Hut, tschüss ab und schwenkt die Kapp. Euer Waldmeister. Hm. Aber Vorsicht! Ist cool, Mann. Und Applaus!